Die übliche Aufgabe für Geraden in R2, hoch heute mal in blau, in R2 gegeben 2 Geraden. Die eine durch die Punkte 1, 2 und 4, 5, sehr fantasievoll. Und die andere durch die Punkte 4, 3 und 2, 6. Und die schultypische Frage wäre, schneiden die sich? Wenn ja, wo? Lösen Sie das tatsächlich mal mit Vektoren, nicht zeichnerisch und nicht mit m mal x plus b, sondern tatsächlich mit Vektoren. Wenn Sie das mit Vektoren lösen können, können Sie das auch in 42 Dimensionen lösen, nicht nur in 2 Dimensionen. Wenn Sie das zeichnerisch machen oder mit m mal x plus b, dann haben Sie jenseits von 2 Dimensionen ein kleines Problem. Man muss jetzt also irgendwie hinkriegen, diese Geraden in Zahlen zu übersetzen. Eine Menge von Punkten, eine gerade Menge von Punkten sozusagen, die muss ich mit Zahlen beschreiben. Eben haben Sie gesehen, dass man einen Richtungsvektor bilden kann. Ich kann die beiden Punkte voneinander abziehen und habe einen Vektor in Richtung der Geraden. Damit habe ich aber noch nicht die Gerade insgesamt, sondern nur die Richtung. Der Trick ist folgendes zu machen. Ich gehe vom Ursprung O zu einem Punkt, um jetzt durch den Punkt eine Gerade durchzulegen, gebe ich einen Richtungsvektor an, entlang der Geraden. Das ist der Gedanke. Ich habe 2 Vektoren gegeben, nennen wir den A, nennen wir den B. Ein Vektor vom Ursprung zu einem Punkt auf der Geraden, also ein Ortsvektor eines Punkts auf der Geraden, und einen Richtungsvektor parallel zur Geraden, entlang der Geraden. Und wenn Sie diese beiden Vektoren haben, können Sie jeden Ortsvektor von Punkten auf der Geraden mit den beiden hinschreiben. Sie nehmen A und ein Vielfaches von B. Das ist der Gedanke. So kommt man zu der billigen Art der Geradengleichung, jetzt mit Vektoren. Um den Ortsvektor irgendeines Punkts auf der Geraden zu bestimmen, nehmen Sie A, den Ortsvektor eines festen Punkts auf der Geraden, plus ein Vielfaches von B, dem Richtungsvektor. So sieht das dann gerne aus. A plus Lambda mal B. So kriegen Sie den Ortsvektor zu jedem Punkt auf der Geraden hingeschrieben. Sie suchen sich einen Vektor zur Geraden hin und addieren ein Vielfaches eines Richtungsvektors dazu. Das ist die Geradengleichung in Vektoren. Aufpunkt, Richtungsvektor, Ortsvektor des Aufpunkts, eines Aufpunkts. Versuchen Sie mal, diese Geraden so hinzuschreiben in der Form. Einige hatten das schon. Und wenn ich die in der Form hingeschrieben habe, kann ich sie gleichsetzen. Ich möchte ja denselben Punkt auf beiden Geraden haben. Dann setze ich das von der einen Gerade gleich der anderen Gerade. Und dann sieht das so aus wie das allererste von heute Morgen. Nach Schema F würde ich jetzt hier den ersten als Aufpunkt nehmen und dann Richtungsvektor aus beiden bilden. Sie können es auch andersrum machen. Es gibt unendlich viele Arten, das hinzuschreiben. Also nicht irritieren lassen, wenn Ihre Gleichung anders ist. Der Schnittpunkt, wenn es denn einen gibt, der sollte immer derselbe sein. Also für die obere Gerade nehme ich mal den als Aufpunkt, 1, 2. Ein Vektor hin vom Ursprung zur Geraden. Und jetzt gehe ich um ein Vielfaches eines Vektors entlang der Geraden zur Seite, Lambda als Vielfaches, ein Vektor entlang der Geraden, am einfachsten der zweite minus der erste. 4 minus 1 ist 3, 5 minus 2 ist 3. Das wäre eine Geradengleichung für die erste Gerade. Was wäre eine alternative Geradengleichung? Welche Gleichung würde genauso gut funktionieren? Was könnten Sie auch hingeschrieben haben? Genau, Sie könnten haben 4, 5, der andere Punkt hier, plus Lambda, 3, 3, wäre eine andere Möglichkeit. Wenn Sie das haben, genauso korrekt. Und noch was. Ja, hier hinten könnte noch ein Vielfaches stehen, zum Beispiel minus 3, minus 3, der Vektor wäre genauso gut. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Geradengleichung hinzuschreiben für eine Gerade. Diese Form von Geradengleichung hinzuschreiben. Also nicht irritieren lassen, wenn Sie eine andere Form haben. Es kann trotzdem richtig sein. Hier unten mache ich dasselbe. 4, 3 und Vorsicht jetzt, ich schreibe μ. Ein anderes Vielfaches im Zweifelsfall. Schreiben Sie hier unten nicht Lambda hin, sondern ein anderes Vielfaches. Ich verlange ja nicht, dass ich auf der einen Gerade
das Fünffache von dem Vektor zur Seite gehe und auf der anderen Gerade ebenfalls das Fünffache von dem Vektor zur Seite gehe. Das wäre ein bisschen streng. Mü, das kann auch das 7,9-fache sein oder was auch immer. Es muss nicht dasselbe sein wie Lambda. 2 minus 4 sind minus 2 und 6 minus 3 sind 3. So, also die Ortsvektoren aller Punkte auf der einen Geraden kriege ich so. Lambda lasse ich alle Zahlen durchlaufen, die Ortsvektoren aller Punkte auf der anderen kriege ich so. Und ich suche jetzt einen Punkt, der auf beiden gemeinsam ist. Das heißt, oben und unten muss dasselbe rauskommen. Jetzt mache ich doch mal die schöne Skizze hier weg. Jetzt wird also tatsächlich gleichgesetzt. 1, 2 plus Lambda 3, 3 ist gleich. Ich schreibe mal ausdrücklich, soll sein. 3 plus mu minus 2, 3. Es könnte ja sein, dass es nicht geht. Wir könnten ja auch Pech haben und die beiden Geraden sind parallel. Offensichtlich sind sie nicht parallel. Aber rein theoretisch könnte das ja auch noch passieren. Im Zweidimensionalen können sie parallel sein. Oder wenn es hier im Dreidimensionalen ist, könnten die Geraden windschief sein, einfach aneinander quer vorbeilaufen. Und dann gäbe es keine Lösung. Das ist also nicht auf Anhieb klar, dass es einen Schnittpunkt gibt. Jetzt können wir hier mit Vektoren vielleicht erstmal rechnen. Ich bringe mal... Naja, am schönsten ist, wenn alle Unbekannten auf einer Seite stehen, der linken Seite stehen und alle Sachen auf der rechten Seite konstant sind. Ich bringe das μ mal minus 2, 3 auf die linke Seite. Den bringe ich rüber. Lambda 3, 3, das 1, 2 bringe ich gleich auf die andere Seite. Lambda 3, 3 plus μ mal, den bringe ich rüber. Also steht hier 2 minus 3. Den muss ich abziehen. Soll sein. 4, 3 bleibt da stehen, aber die 1, 2 auf die rechte Seite. 1, 2 von beiden Seiten abziehen. Dann steht hier 4 minus 1 macht 3. 3 minus 2 macht 1. Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Eine Gleichung für die x-Komponente, eine für die y-Komponente, zwei Unbekannte. Wieder mal ein lineares Gleichungssystem. Da sieht man das schon mal auftauchen, was diese Geometrie mit solchen Gleichungssystemen zu tun hat. Wir könnten dieses Gleichungssystem ausdrücklich hinschreiben. Hier steht 3 mal Lambda plus 2 mal μ. Das ist hier insgesamt die x-Komponente. Wenn Sie links gucken, was steht in x? 3 mal Lambda plus 2 μ. Und das muss gleich der rechten Seite sein, also 3. Und y ist 3 mal Lambda minus 3 μ. Muss also das sehen, was da steht, 1. Das würde ich auch erstmal jetzt wieder Freistil lösen. Wenn Sie die beiden Gleichungen voneinander abziehen, ist das Lambda draußen. Das scheint das Beste zu sein. Mal gerade gucken, in welcher Richtung. Ja, am besten von der ersten die zweite abziehen, dann haben wir positive Zahlen. 3 Lambda minus 3 Lambda fliegt raus. 2 μ minus minus 3 μ abziehen. Minus minus 3 μ sind zusammen 5 μ. Von der 3 die 1 abziehen sind 2. Dann haben wir μ erledigt. Ja, wenn ich es ganz streng mache, die zweite Gleichung lasse ich einfach mal stehen. 3 Lambda minus 3 μ ist gleich 1. Dann haben wir, wenn ich das etwas aufwendig schreibe, hier oben μ ist gleich 2 Fünftel. Und das hier unten eingesetzt, dann haben wir 3 Lambda minus, oh je, 6 Fünftel ist gleich 1. 3 mal 2 Fünftel. 6 Fünftel sind 1 1 Fünftel. Auf beide Seiten die 6 Fünftel addieren, dann ist es hier weg und hier ist es 1 6 Fünftel. Das wird ja krumm. Und damit finde ich hier aus der zweiten Lambda ist gleich 1 6 Fünftel durch 3, will sagen 11 Fünfzehntel. So, dieses Gleichungssystem hat also tatsächlich eine Lösung und auch nur eine einzige Lösung, widerspruchsfrei, eine einzige Lösung. Das Gehirn anschalten, es hängt von der Aufgabe ab. Es könnte ja sein, wenn ich hier mit Lambda weiterarbeite, dass ich nicht Lambda gleich 11 Fünfzehntel kriege, sondern dass hier steht 0 Lambda gleich 7. Und dann wäre es nicht lösbar, weil 0 Lambda gleich 7 ein Widerspruch ist.
Es ist vielleicht besser, bis zu Ende durchzurechnen. Jetzt weiß ich nämlich, es ist widerspruchsfrei lösbar. Wenn Sie nur Mühe ausrechnen, haben Sie vielleicht, soll ich sagen, den Verdacht, es gibt einen Schnittpunkt, aber Sie wissen es nicht sicher. Es könnte irgendwo noch ein Widerspruch stecken. Insofern würde ich tatsächlich an dieser Stelle bis zu Ende ausrechnen, damit ich sicher weiß, dass es eine und nur eine einzige Lösung gibt. Hier könnte als zweite Gleichung ja auch kommen, 0 Lambda gleich 0. Stellen Sie sich das vor, 0 Lambda gleich 0. Das ist immer erfüllt. Sie könnten Lambda frei wählen. Ein bisschen komisch, ne? Aber warum nicht? Könnte alles passieren. So bin ich sicher, es gibt nur die eine. Gefragt war der Schnittpunkt. Ich weiß, es gibt jetzt eine einzige Lösung, einen einzigen Schnittpunkt. Und jetzt kann ich den Schnittpunkt angeben. Das Lambda ist ungemütlich. Ich nehme das μ. μ ist 2 Fünftel, also muss ich diese Gleichung hier nehmen. 4, 3 plus μ mal minus 2, 3. 4, 3 plus μ mal minus 2, 3. Und μ ist 2 Fünftel. Jetzt haben wir nochmal gucken. 4, 3 minus 2, 3. Und dann kriegen wir 4, oh je, minus 4 Fünftel. 4 minus 4 Fünftel sind 3, 1 Fünftel. Und 3 plus 6 Fünftel. 6 Fünftel sind 1, 1 Fünftel macht 4, 1 Fünftel.